Die Schweiz, das Land der Eisenbahnen. Täglich reisen Hunderttausende von Fahrgästen mit dem Zug durch das Land. Unzählige Viadukte und Tunnel führen durch die Alpen. Ohne sie wäre das Bergmassiv zwischen Nord- und Südeuropa noch heute schier unüberwindbar. Reisen mit der Eisenbahn hat Zukunft und steht zugleich für Nostalgie, Romantik und Abenteuer. Und der Blick aus dem Fenster, das ist wie fahrendes Kino mit Panorama auf die faszinierendsten Landschaften der Schweiz. Wer will, der beginnt die Reise ins Tessin ab Luzern auf dem Vierwaldstättersee. Wie anno dazumal fahren die historischen Raddampfer der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee täglich von Luzern nach Flüelen im Kanton Uri. Die Uferlandschaften wirken wie die Fjorde Skandinaviens. Es geht vorbei am Schillerstein, errichtet zu Ehren Friedrich Schillers. Der Deutsche schrieb das Drama des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell. Ankunft im Hafen von Flüelen. Hier in Flüelen können die Passagiere vom Schiff auf den Gotthard-Panorama-Express umsteigen. Der Bahnhof ist nur einen Katzensprung entfernt. Die Reise mit dem Gotthard-Panorama-Express beginnt in Flüelen am Urnersee, dem südlichsten Teil des Vierwaldstättersees. Bei Göschenen fahren wir durch den berühmten Gotthardtunnel ins Tessin, der sogenannten Sonnenstube der Schweiz. Vorbei an Bellinzona mit seinen berühmten Burgen geht es weiter bis an den Lago di Lugano, den Luganersee. Unser Ziel ist die Stadt Lugano. Die Passagiere erwartet eine Reise von 2 Stunden und 30 Minuten. Knapp 200 Kilometer lang ist die Strecke. Sehr gut, hallo miteinander. Willkommen alle Sitz. Hallo miteinander. Hallo. Unsere Reise führt über die Gotthard-Panoramastrecke ins Tessin. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Die sagenumwobene Strecke der Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch das Gotthard-Bergmassiv wurde vor 140 Jahren gebaut. Wer jetzt aus dem Fenster und nach rechts schaut, der entdeckt den neuen Gotthard-Basistunnel. Hier im Urner Talboden beginnt er, der mit 57 Kilometern längste Eisenbahntunnel der Welt. Der Tunnel verkürzt die Reisezeit von Nord nach Süd um ganze 30 Minuten. Der Gotthard-Panorama-Express fährt ein in den Bahnhof von Erstfeld. In diesem alten Lokomotivdepot schlummern historische Schätze aus mehr als 100 Jahren bewegter Eisenbahngeschichte. Und hier steht eine wahre Legende. Die CE6-8, besser bekannt unter dem Namen Krokodil. Charlie Infanger und sein Team hegen und pflegen die alten Lokomotiven in jeder freien Minute.
Die Form der Lokomotive erinnert an ein Krokodil, deswegen der Spitzname. Sie ist ein Mythos. Ja, es ist natürlich Musik in meinen Ohren. Das ist doch die alte Mechanik, das, was ich gelernt habe. Der Verein SBB Historic hält das Stahlmonster in Schuss. Einmal im Monat darf das Krokodil wieder auf die Gleise der Gotthardbahn. Wie früher, als das Kraftpaket mit 3650 PS über Jahre hinweg Hunderttausende von Tonnen Material über die Alpen schleppte. Eisenbahnfans aus ganz Europa nutzen diesen Tag für eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dabei überquert das Krokodil die Inchi-Reuss-Brücke. Mit 77 Metern das höchste Eisenbahnviadukt der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Denn vor allem für die Fans von Modelleisenbahnen ist diese besondere Lokomotive von großer Bedeutung. Es ist die berühmteste Elektrolokomotive der Welt und das Wappentier von Märklin. Ich wollte das einmal live sehen. Mit 45 Kilometern in der Stunde zieht das Krokodil die Waggons ohne Mühe das Reusstal hinauf. Gebaut wurde diese Lokomotive jedoch für den richtig schweren Güterverkehr. Zurück im Gotthard-Panorama-Express. Seit knapp 100 Jahren fahren die Züge auf der Gotthardbahn elektrisch. Auch das Kraftwerk in Amsteg trägt seinen Teil dazu bei und produziert Strom. Schon 1918 setzten die Schweizerischen Bundesbahnen auf erneuerbare Energien und bauten hier in Amsteg an der Reuss das Wasserkraftwerk. Grund dafür waren die hohen Kohlepreise nach Ende des Ersten Weltkriegs. Die Reuss, die Eisenbahn und die Autobahn teilen sich das enge Reusstal. Zwischen Gurtnellen und Wassen muss der Gotthard-Panorama-Express jetzt Höhenunterschiede in kurzer Distanz von 200 Metern überwinden. Und das gelingt dem Zug dank eines Geniestreichs der damaligen Ingenieure. Ab Gurtnellen durchfährt der Gotthard-Panorama-Express drei Kehrtunnel. Ein Kehrtunnel ist ein in Kreisform gebauter Tunnel. Durch die Kurvenarchitektur gelingt es dem Zug langsam, aber stetig Steigungen und damit Höhenunterschiede auf kleinstem Raum zu überwinden. Die Kehrtunnel waren damals eine technische Meisterleistung und gehören bis heute zu den Höhepunkten auf der Gotthardbahn. Ebenso berühmt ist das Chileli von Wasse, das Kirchlein von Wassen. Während sich der Gotthard-Panorama-Express um das Dorf Wassen herum durch die Kehrtunnel in die Höhe schraubt, sehen die Passagiere dreimal die Kirche aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Chileli von Wasse stammt noch aus einer Zeit, lange bevor sich das Reusstal zu einem Nadelöhr für den Verkehr zwischen Nord- und Südeuropa entwickelte. Gebaut wurde die Kirche 1734. Aber Wassen hat sogar noch mehr zu bieten als seine berühmte Kirche
und die beeindruckenden Kehrtunnel. Nämlich einen Mann, der jeden Tag die Züge der Gotthardbahn willkommen heißt. Das ist Xavier Andermatt, der Fahnenmann von Wassen. In einem ehemaligen Bahnwärterhaus wohnt der 62-jährige Frühpensionär Xavier Andermatt. Ich habe immer wieder große Freude an den spontanen Gästen. Ah, da ist ja einer mit deinen Fahnen. Ah, und ich finde, es ist auch noch gut für die Orientierung. Eine Kirche ist zwar sicher schön und recht, aber ein belebender Fahnen, der sich bewegt. Da kann man sich orientieren. Und das Ziel ist, dass die Leute auf meinen Fahnen gucken, vergessen, die schöne Kirche zu sehen und ein zweites Mal mit dem Panorama-Express fahren. Der Gotthard Panorama Express fährt auf der Nordrampe, der Zubringertrasse nach Göschenen, dem letzten Bahnhof vor dem Gotthardtunnel. In Göschenen ist der Blick frei auf den Dammerstockgletscher unterhalb des Dammerstocks. Der Dammerstock ist der höchste Berg des Kantons Uri. Auch diese zwei möchten heute noch von Göschenen durch den Gotthardtunnel nach Airolo. Zu Fuß. 8 Stunden wird das dauern. Ja, das ist Indigant Markus. Also, jetzt will ich die Sperrungen verlangen. Und zwar in Göschenen Weiche 4.1 und Gleis 5.3 bis 6.3. Das heutige Ziel ist Airolo. Markus Indergant und Marco Gehrig prüfen als Streckenkontrolleure für die SBB die Gleise im Gotthardtunnel. Dessen Bau gilt bis heute als Jahrhundertbauwerk. Ja, da haben die Leute haben ja schon auch gelitten, aber es gab einfach früher nichts anderes. Und es ist ein Riesenbauwerk zu dieser Zeit. Es war ein Riesenbauwerk und es steht heute noch. Das ist schon gewaltig. Gleis 100 fahrbar, hä? Ja. Im Herbst 1872 begannen die Arbeiten am Gotthard. In rekordverdächtigen 10 Jahren untertunnelten die Arbeiter das Gotthardmassiv. Unsere Arbeit, das ist sehr wichtig, sind unsere Schienenfehler, die man immer halt, im Auge behalten muss. Schienenfehler. Das sind Risse oder andere Beschädigungen im Material. Den Argusaugen der Streckenkontrolleure entgeht keine noch so kleine Unregelmäßigkeit. Ja, das ist ja so, ja. Kann auch einen Unfall daraus geben oder eine Entgleisung. Und das sollten wollen wir verhindern. Und da eben, wenn es monoton ist, aber das ist unsere Arbeit. Das muss ich später noch melden. Und an einer Stelle des Tunnels immer dasselbe Ritual. Wenn ich da vorbeilaufe, ja, schaue ich schon dorthin zur Barbara.
und hoffe, sie beschützt auch mich. Das ist einfach die Schutzpatronin von den Tunnelbauern. Und ich denke, alle, die sich im Tunnel bewegen. Noch 2 Stunden Fußmarsch bis nach Airolo. Markus ist seit über 30 Jahren auf den Gleisen unterwegs. Immer für die Sicherheit rund um den Gotthard. Und immer auf der Hut vor vorbeifahrenden Zügen im Gotthardtunnel. Der Gotthard-Panorama-Express braucht für die Durchquerung des Tunnels von Göschenen nach Airolo etwa 15 Minuten. Wenn es endlich wieder hell wird, dann bedeutet das die Ankunft in Airolo. Das Denkmal erinnert an die 199 Menschen, die beim Bau des Gotthardtunnels ihr Leben verloren. Vor dem Bau des Tunnels nutzten die Menschen den Pass, um das Gotthardmassiv zu überwinden. Ein besonderer Luxus dabei war die Reise mit der Postkutsche. Hab viel gesehen in hoher Alpenwelt, hab viel erfahren, das ihr nicht kennt. Ein junges Herrchen mit Schmuck. Das war wirklich eine Sache, die sich wirklich nur Leute leisten konnten, die ein bisschen betucht waren und ein bisschen Geld hinten dran war. Die meisten Leute, die normalen Bürger, gingen zu Fuß über den Pass. Der Kutscher Daniel Würgler lässt diese Zeiten zwischen Andermatt und Airolo wieder aufleben. Heute ist der Gotthardpass für den Verkehr gut erschlossen. Aber vor 150 Jahren barg der Weg viele Gefahren. Und erst mit der Postkutschenfahrerei ging dann eigentlich der Verkehr los. Vor allem von den Kaufleuten, die Nord-Süd-Handel betrieben, war natürlich das die Verbindung. Das war natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Radbruch, Raubüberfälle. Das war schon ein Abenteuer. Ne? Seit 34 Jahren fährt die historische Gotthardpost wieder über den Pass. Täglich machen der Kutscher und sein Pferdegespann sich auf den Weg. Für die Reise vom Norden in den Süden braucht die Kutsche 5 Stunden. 680 Franken kostet das Abenteuer, pro Person und inklusive üppiger Mahlzeit. Die schaut seit 34 Jahren jeden Tag aus dem Fenster, winkt mir zu und schickt mir einen Kuss. Was will ich mehr? Eigentlich habe ich den schönsten und den glücklichsten Stopp der Welt, oder? In Airolo, dem Dorf an der Südausfahrt des Gotthardtunnels, geht die Reise mit dem Gotthard-Panorama-Express weiter. Das Ziel ist Lugano, hier im wunderschönen Tessin. Der Zug reist nun durch das Leventinatal.
Auf seinem Weg durch die Leventina fährt der Gotthard-Panorama-Express auch an Faido vorbei, dem Hauptort des Tals. Der imposante Piumonia-Wasserfall. Dank seiner Wasserkraft war Faido Anfang des 20. Jahrhunderts die erste Gemeinde des Tessins mit Elektrizität. Aufgrund des milden Klimas war dieser Ort beliebt. Es gab mindestens 30 Hotels in der Region. Aber diese goldenen Zeiten sind lange vorbei. Die Gäste, meist Italiener, welche mit der Gotthardbahn vor dem heißen Sommer Mailands flohen, kommen schon lange nicht mehr. Auch der Gotthard-Panorama-Express macht in Faido keinen Halt mehr. Sehen Sie, die auf dem Felsen oben, genau. Das ist die Kirche San Martino von Calonico. Spezielle Kirche, man kann dort heiraten und da kann man runterspringen und hat man alles erledigt gleich an einem einzigen Tag. Wirklich praktisch. Ich darf diesen Spruch machen, weil ich wohne zufälligerweise dort oben. Also kann ich mir das erlauben. Der Gotthard Panorama Express fährt jetzt in die Bieschina Talstufe. Es geht steil hinunter. Wieder müssen Höhenunterschiede überwunden werden. Das gelingt dem Gotthard Panorama Express auch hier dank zweier Kehrtunnel. Jeweils 1,5 Kilometer lang lassen die kreisförmigen Tunnel den Zug im Berg die Höhendifferenz von 120 Metern überwinden. Oben die Autobahn, unten die Eisenbahn. Spektakuläre Verkehrsplanung auf engstem Raum. Gleich nach der Bieschina kommt das Dorf Giornico, bekannt für seine 7 Kirchen. 3 davon direkt an der Bahnlinie. Die Kirche San Nicolao ist das älteste Gotteshaus des Tessins. Sie wurde vor knapp 900 Jahren erstellt und gilt als bedeutendster Bau der lombardischen Romanik in der Schweiz. Es geht vorbei am Südportal des Gotthard-Basistunnels. Gleich daneben befindet sich die SBB-Betriebszentrale Süd. Hier in Poleccio wird der ganze Zugverkehr von Art Goldau bis nach Chiasso überwacht. Langsam nähert sich der Gotthard Panorama Express seinem vorletzten Halt in Bellinzona. Mit 43.000 Einwohnern ist Bellinzona Kantonshauptort und nach Lugano die größte Stadt des Tessins. 5 Jahre lang war Walter Finkbohner im Tessin der SBB Regionaldirektor Süd.
Er kennt die alte Gotthardstrecke und ihre Geschichte in- und auswendig. Mit der Gotthardbahn öffnet sich die Schweiz in Richtung Süden, Richtung Norden. Wir dürfen nicht vergessen, es war die Verbindungsbahn zwischen dem italienischen Königreich und dem sich formierenden Deutschen Reich. Die Schweiz wurde in die Mitte einer Industrialisierung katapultiert, die eigentlich die moderne Schweiz sehr stark beeinflusste. Der Kanton Tessin hatte sich enorm verschuldet, also schlimmer als heute in Europa, Griechenland oder Italien. Tessin glaubte daran, suchte das Geld in einem kleinen Kanton, also wirklich der letzte Rappen wurde in die Gotthardbahn gesteckt. Bellinzona ist bekannt für seine über der Stadt thronenden drei Burgen. Gebaut im Mittelalter, gehören sie heute mit ihren Verteidigungsanlagen, den hohen Türmen und den mit Zinnen gekrönten Mauern zu den wichtigsten und besterhaltenen Bollwerken der Schweiz. Sie stehen seit dem Jahr 2000 unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Nach Bellinzona führen den Gotthard-Panorama-Express seine letzten Kilometer Richtung Luganasee über den Monte Ceneri. Die Fahrt geht vorbei an den sogenannten Hungertürmen. Die zylindrischen Bauten sind der verbliebene Rest einer Festungsanlage aus 36 Türmen. Knapp 2,5 Stunden und 200 Kilometer liegen hinter dem Gotthard-Panorama-Express. Über 23 Brücken und durch 44 Tunnel fuhr der Zug. Es endet eine unvergessliche Reise auf der legendären Gotthardbahn vom Vierwaldstättersee bis ins sonnige Tessin an den Luganersee.